Hallo, mein Name ist Andrea Lehner. Ich bin Maskenbildnerin für Film und TV. Gemeinsam mit meiner Geschäftspartnerin, der Margot Helm, und meinem Schwiegersohn, Hannes Freudenthaler, haben wir die Firma Endmatics gegründet. Andrea Cosmetics. Als Visagistin weiß ich, wie wichtig Augenbrauen sind. Augenbrauen sind jetzt das Beauty-Thema unserer Zeit. Ich hörte von meinen Schauspielern oder von meinen Kunden immer, Andrea, ich hatte keine Zeit zum Zupfen, es tut so weh, ich weiß nicht, wie die richtige Form ist. Genau für das habe ich einen Strip entwickelt. 2 Drittel ansteigend, 1 Drittel abfallend. Es entfernt nicht nur die dunklen Härchen, sondern auch die feinen hellen Härchen. Es ist zugleich eine Zeichen- und Färbeschablone und das Beste zum Schluss, es ist patentiert. Wir haben unseren Markteintritt im Juni 2015 überdurchschnittlich erfolgreich gestartet. Ganz gut. Haben bereits im ersten Jahr schwarze Zahlen geschrieben und bereits nach 4 Monaten unsere Jahresziele erreicht. Wir haben uns zuerst mal auf die Zielgruppe der Experten konzentriert. Das heißt auf der einen Seite die Kosmetiker und auf der anderen Seite die Friseure am Markt. Mittlerweile haben wir diese Zielgruppe an den Weltmarktführer im Augenbrauenfärbemittel abgegeben und können uns voll und ganz auf den Endkonsumenten konzentrieren. Wir haben mittlerweile auch schon eine eigene Browbar im größten Kaufhaus Europas und werden dieses Jahr ca. 2 Millionen einzelne Streifen verkaufen und werden somit das Glück haben, in viele unzählige zufriedene Kundengesichter sehen zu dürfen. Wir werden dieses Jahr auch schon die 1 Million Euro Umsatzgrenze erreichen. Und jetzt ist es einfach an der Zeit, wo wir auf der Suche sind nach einem strategischen Investor, damit wir noch schneller, noch internationaler wachsen, damit wir einfach auch unnötige Fehler vermeiden und am besten mit jemandem zusammenarbeiten, der über Kontakte in den Handel und oder in die Kosmetikindustrie verfügt. Deshalb sind wir heute hier und wir suchen 500.000 Euro Investment für 10% unserer Firmenanteile. Perfektes Timing. Super Timing. Sehr cool. 500.000 für 10%, war das? Richtig, ja. Natürlich gibt's Proben für die Investoren. Okay. Es gibt sowohl ein Männer- als auch ein Damenprodukt. Selbstverständlich die Damen. Dankeschön. Das nennt sich jetzt Anfüttern, ne? Genau. In Neudeutsch. Ja, genau. Wir würden auch gerne, wenn strippen, wer sich strippen lassen würde. Muss ich mich da hinsetzen, oder? Ja, sehr, bitte. Ja. Ganz leicht, wir ziehen es auseinander, links und rechts. Dieses Produkt in dieser Form gibt es auf der ganzen Welt nicht. Aber ich muss jetzt kurz widersprechen, weil ich gehe regelmäßig und kaufe Streifen für verschiedenste Anwendungen. Es gibt runde Formen und keiner auf der Welt will runde Augenbrauen. Es gibt keinen Strips in dieser Form. Das ist das Geheimnis. 2 Drittel ansteigend, 1 Drittel abfallend. Und ich habe nächtelang in meiner Garage gestanzt, in der kalten Garage, bis dass ich diese Form, Stanzform gehabt habe. Sie haben zuerst gesagt, es ist patentiert. Können Sie uns erklären, was ist da jetzt genau das Patent? Das ist wirklich die Form, eben in 12 unterschiedlichen Abstufungen, auch nach Gebrauchs- und Geschmacksmuster, plus die Haltelaschen, plus die Markierungspunkte. Der Kunde zu Hause tut sich sehr leicht, wenn er Markierungspunkte hat, wo er anbringen kann. Ein Punkt hier, 2 Punkte am Rand. Okay. Und muss man das jetzt so lange oben lassen? Nein, muss man gar nicht. Nein. Okay. Ich positionieren. Drüben okay. Streifen, Achtung, jetzt tut's weh, aber es tut nur 1 Sekunde. Zack, und ich habe keine Augenbrauen mehr. Bitte. 1, 2, 3. Es ist erledigt. Ich möchte aus dem Herrn Prokop keine Dame machen. Ich tue nur unten ein bisschen was weg. Da sieht der Mann gepflegter aus. Es öffnet den Blick. Achtung, 1, 2, 3. Gar nicht wehtun tut's jetzt nicht. Aber es ist natürlich nicht mit einer Pinzette zu vergleichen. Zum Aushalten. Aber die Männer sind ja immer wehleidiger wie die Damen. Wir machen das seltener. Ja. Jetzt noch einmal zurückzukommen, wie sehr man das tatsächlich schützen kann. Weil unsere allergrößte Angst ist einfach, dass morgen irgendein anderer riesiger Konzern kommt und das 1:1 kopiert wird. Wenn ich das jetzt um 3 mm sozusagen anders schneide, das was haben wir geschützt. Dann? Ich habe 1000 Augenbrauen vermessen, mit Bauspapier abgezeichnet, habe das ausgeschnitten, habe das aufeinandergelegt und habe den goldenen Schnitt errechnet. Und ich bin draufgekommen, alle Menschen auf der Welt haben eine gleiche Stelle an der Augenbrauen. Das ist die höchste Stelle. Gerade schauen, bitte. Wenn man beim Mundwinkel rauf fährt, gerade schauen, am Rand von der Iris ist die höchste Stelle.
das hat jeder Mensch auf der Welt gleich. Ob Mann, Frau, Kind, Chinese, Schwarzafrikaner. Und das haben wir jetzt patentiert. Das haben wir millimeterweise verschoben und alle schützen lassen, damit nie, dann würde immer eine unmögliche Augenbraue rauskommen. So gut haben wir das geschützt. Ja, ich probiere es einmal. Ja, bitte, gern. Du, mit der Frisur und jetzt noch mit diesen Augenbrauen, wenn uns der Hillinger zu schön wird jetzt. Es geht ja kaum. Das ist, ein Mann braucht nicht schön sein, ein Mann muss einen guten Charakter haben, das ist wichtig. Ein bisschen was geht immer. Noch zurück zum Business jetzt. Also Sie haben eine sehr eindrucksvolle Wachstumsstory uns erzählt. Ich mache zuerst die Mitte, gell? Kein Problem in der Skalierbarkeit. Was ist, wenn wir jetzt 10 Millionen verkaufen? Wo holen wir das her? Ist das alles, ist das Supply Chain? Kein Problem. Also wir lassen beim weltweit zweitgrößten Kaltwachshersteller der Welt produzieren. Und wir haben von der produktionstechnischen Seite überhaupt kein Problem. Kein Problem. Und ist der in China? Wir lassen derzeit den Fernost produzieren, fühlen uns auch der, also dort in sehr, sehr guten Händen, sind aber dennoch auf der Suche nach einem zweiten Produzenten in Europa, einfach nur um die Verfügbarkeit immer zu gewährleisten. Ja. Ich hatte auch gar keinen Zug. Ganz tapfer. Wir haben mittlerweile die Möglichkeit eines weltweiten Versandes und auch unser Online-Shop ist darauf ausgelegt, dass wir weltweit versenden können. Praktisch, gell? Danke. Und Leo, wie fühlst du dich? Leichter, viel leichter. Leichter. Sind Kilo Haare untergegangen. Und Sie haben weniger Schmerzen gehabt als wie beim Zupfen, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil bei mir, wenn es da zupfen, ich habe so starke Augenbrand, da reißen sie die ganze Haut mit. Genau. Deswegen ist das viel gescheiter. Auch Hans-Peter Haselsteiner will es jetzt mal versuchen. Sitze mir auch noch her, weil das ist. Ich finde die Kommunikation recht jedenfalls aufmerksamkeitserregend, finde ich gut, ist wichtig. Aber mit dem Produktnamen Antmetics, glauben Sie, wird das funktionieren? Woher es kommt, ist eben Andrea Lena und Cosmetics. Aber die meisten englischsprachigen Menschen, die glaubten, es bedeutet und Cosmetics, das heißt zusätzlich zu Cosmetics, quasi ein Mehrnutzen. Dieses End wird auch oft verstanden als wir können mehr wie Cosmetics. Wobei man schon sagen muss, wir sind jetzt eben seit über einem Jahr am Markt und haben trotzdem noch nie die Rückmeldung bekommen, dass es irritierend. Achtung, 1, 2, 3. Achtung, 1, 2, 3. Haselsteiner, perfekt. Ganz tapfer. Jetzt haben Sie diese eine Form entwickelt. Mhm. Ja? Theoretisch könnten Sie andere Formen auch machen und andere Dinge auch strippen, oder? Ja, wir haben. Ja, da gibt es schon ein rotes Buch, wo Sachen drin stehen. Aber Sie haben ja jetzt schon, habe ich gesehen, Produkte für Ohren und Zehen und Nasen und Lippen. Und also das gibt es alles schon? Gibt es schon, wir haben entwickelt schon, ja. Die Investoren scheinen durchaus begeistert zu sein von der Präsentation. Aber werden sie auch bei Antmetics einsteigen? Meine Damen, ich muss euch sagen, ihr macht es extrem professionell. Dankeschön. Wirklich. Das Produkt als solches ist extrem spannend, weil ich muss meine hohen Augenbrauen wachsen wie wild. Und ich finde es wirklich sehr, sehr spannend. Ich meine, die Bewertung ist natürlich wirklich, ne? Aber das ist ja schon was da. Aber ich als kleines Weinbäuerlein, also da muss ich noch. Da muss ich noch viele Flaschen Wein verkaufen, dass ich da mit kann. Für Leo Hillinger scheint es zu teuer zu sein. Aber Daniel Zech von Seven Ventures meldet sich. Ja, liebe Margot, liebe Andrea, super Präsentation, super Produkt. Das Produkt auch mit diesem Umsatzvolumen ist genau in dem Bereich, wo wir bereit sind einzusteigen. Gleich vorab ein Angebot von Seven Ventures. Daniel Zech vertritt bei 2 Minuten 2 Millionen die Seven Ventures. Er kann den Kandidaten zu lukrativer Fernsehwerbung verhelfen. Die Vorteile von Werbung im TV liegen auf der Hand. Man sieht einen Werbespot im Fernsehen, geht direkt auf die Website, kauft dort ein und du hast innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit neue Kunden, neue Käufe und bist in einer ganz anderen neuen Dimension. TV-Werbung ist ein riesiger Zaubertrank, wie Unternehmen innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit schnell wachsen können. Wir gehen auf die Bewertung der 5 Millionen Euro ein. Wir wollen dafür 5% und bieten 500.000 Euro TV-Werbung auf den Sendern von Pro7 Sat1 Puls4 in Österreich.
zusätzlich dazu die strategische Komponente, was wir vielleicht in 6 bis 12 Monaten dann machen können, diesen ganzen Deal auf Deutschland zu verlängern. Und wir haben über Studio 71 YouTuber, auch Instagrammer unter Vertrag, wo wir eben genau auch diese Zielgruppe bedienen können. Ich glaube, der Fit könnte nicht besser sein, um die nächsten Wachstumsschritte einzuleiten. Danke für das Angebot. Danke. Cool, ne? Also, sicher. Ja, also ich sage jetzt einmal von Clever Clover Seite her. Das ist ein Produkt, das passt perfekt. Das passt perfekt, weil wir es abdecken können durch unsere Experten im Vertrieb und Marketing. Ich kann mir vorstellen, 15% 500.000. Damit haben die beiden bereits das zweite Angebot am Tisch. Aber bekommen sie vielleicht eines, das eventuell noch besser ist? Cool, ne? Mhm. Ich möchte Ihnen auch ein Angebot machen im Zusammenhang mit der Startup 300, der neuen Kaderschmiede für Startups in Österreich, die 500.000 für 15%. Also gleich wie meines. Ich steige ein. Also ich würde gern bei einem von euch mit einsteigen, 7,5%. Würde ich mir teilen mit euch, wenn ihr das wollt. Also ich sage aus meiner Sicht, Leo, ich habe die gern bei woanders dabei. Ich sehe hier tatsächlich die Kernkompetenz von uns. Ich sehe viel Arbeit. Und diese Arbeit, die mag ich mir jetzt nicht teilen, die mag ich mit meinem Team machen. Und daher danke fürs Angebot. Okay. Aber wenn sich die Damen für mich entscheiden, dann mache ich es allein. Wenn sich die Damen für Startup 300 entscheiden, dann macht es der Michael allein. Ich bin offen für eine Zusammenarbeit, Leo. Also wir können da gerne was gemeinsam machen. Es ist toll, dass Sie die Investoren um uns reißen. Super. Ich freue mich, dass Sie Investoren gefunden haben, die hier vertrauensvoll in die Zukunft blicken. Ich bin dann sehr zufrieden, wenn wir uns hin und wieder sehen und Sie mir das machen. Ja, okay, ich freue mich gerne. Sehr, dass das was wird offensichtlich und es mich nicht braucht. Ich sehe das ähnlich. Ich finde es ein sensationelles Produkt und auch euch als Gründerinnen. Das mag ich auch. Ich bin immer sehr glücklich, wenn es Gründerinnen gibt. Ja. Ganz großartig gemacht. Von meiner Seite jetzt, ich werde das nicht überbieten, aber wünsche euch alles, alles Gute und ihr habt mich als Kunden gewonnen. Danke. Aber wir haben zumindest einmal Angebote. Und mit 500.000, das war unser Ziel. Also es ist also auf unser Ziel eingegangen. Es geht jetzt darum, wer ist der attraktivere Partner? Aber nicht von da und auch nicht, sondern fürs Geschäft. Für die Firma, für unsere Firma muss was bringen. Ich glaube, das eine ist die digitale Welt und das andere ist die Handelswelt. Genau. Man kann auch das mit dem kombinieren, wenn ihr bereit seid, 20% herzugeben. Ja, es ist für uns aber auch sehr schwierig, von einer Firma was herzugeben, weil wir mit so viel Herzblut diese Firma gegründet haben. Ja, aber Kinder, ich meine, seid froh, dass ihr so viele Interessenten habt. Ist ja so, schau her, von irgendwas, was fliegt, nur einen Teil zu haben, ist immer besser wie 100% für irgendwas, was nicht fliegt. Das müsst ihr merken. Ja. Und es fliegt schneller mit irgendwen von uns, wie wenn ihr die Firma zu 100% habt, aber es dauert halt. Also die nächsten 1-2 Minuten sind für euch sehr entscheidend. Super! Gemacht. Ja, aber hast du das gehört, was die alle wollen? Wir können nicht, die wollen alle um uns, die streiten. Es gibt drei Angebote. Das von Michael Altrichter und jenes von Heinrich Brockhoff sind finanziell gleichwertig. Zusätzlich gibt es noch das von Daniel Zech. Für wen werden Sie sich entscheiden? Heute geht's ja richtig ab. Hey. Sicher war jetzt nervös, habe ich gesehen. Ich bin nicht nervös, ich weiß ganz genau, dass sie es eben Ventures nehmen. Ja, das ist auch ein echt fairer Deal und wirklich ein gutes Angebot. Ich glaube, das ist es. Das ist es. Sind wir wieder da? Sind wir wieder da? Hallo zurück, wir sind sehr gespannt. Sehr gespannt. Und lauschen. Ja.
Also wir haben uns jetzt beraten mit unserem dritten Gesellschafter und gleichzeitig auch Geschäftsführer. Und erstens mal wollen wir Ihnen ganz, ganz herzlich danken, dass wir so viele Angebote bekommen haben und auch für das Vertrauen in unser Produkt und uns als Team. Und Wertschätzung für genau, unser Produkt. Genau, auf jeden Fall ist uns ganz, ganz viel wert. Wir haben schon zu Eingang gesagt, wir suchen einen strategischen Investor, der vor allem mit uns gemeinsam jetzt den Handel und somit auch Drogerie und Parfümerie erobert auf dieser Welt. Und deshalb kommt für uns ein ganz, ganz wichtiger Investor in Frage. Und wir würden das gerne mit dem Herrn Prokop machen. Oh, das freut mich. Gratulation an Antmatics. Aber was sagen die beiden zum Angebot von 7 Ventures? Danke auch für das Angebot von Ihnen. Das bedeutet, ihr lehnt es jetzt ab? Wir lehnen das Angebot ab, ja. Da schaut er jetzt, gell? Bist du dumm. So einen Korb habe ich noch nie kassiert. Oje. Danke. Dann danke, meine Damen. Wir bedanken uns bei Ihnen. Ihr wart Weltklasse, danke, richtig schön. Weltklasse. Danke, es ist danke. Es ist ja Balsam für uns, wenn wir Leute da haben, die wirklich so professionell sind. Das ist einfach echt spannend. Und vor allen Dingen, die in sich Hallo sagen. So, es macht Spaß. Das gefällt mir. Okay, vielen, danke, vielen Dank. Sehr. Danke. Danke. Auf Wiedersehen. Unglaublich. Das gibt's ja gar nicht. Um nicht zu viele Anteile von ihrer Firma zu verlieren, haben sich die Damen von Antmatics gegen das Medieninvestment von Daniel Zech entschieden. Aber ganz ehrlich, dass sie den Deal nicht angenommen haben, weil ich glaube, die unterschätzen die Online-Welt. Ziel erreicht. Schon cool irgendwie. Total losgelöst. Zufrieden, glücklich. Ciao. Okay, danke.